Die Mannschaft von Alba Volanschi, Geschwer war auf der linken Seite in Weiß, Hardhacker Jesenice zu Gast. Ulf Weinstock, der Trainer der Ungarn, sieht gleich einmal einen glücklichen Beginn der Gäste und das 1:0 kurios durch Rock Tischer in der 4. Minute. Keine Chance für Hettenschi, möchte man da fast sagen. Es sollte eine Antwort der Ungarn kommen, doch es spielen nur die Mannen in Rot. Schöner Querpass von Tischer auf Jeglic. Der erste Torschütze als Assistgeber und Žiga Jeglic mit dem 2:0. Dann die erste ernstzunehmende Chance über Žara Kovac für die Gastgeber. Doch am Ende des ersten Drittels steht es 2:0 für Jesenice. Ungeändertes Bild auch im zweiten Drittel. Da ist es Tommy Hafner, der mittlerweile schon auf 4:0 für Jesenice stellt. Und es geht im selben Rhythmus weiter, hier schon das 5:0. Es droht eine bittere Pille für die Ungarn zu werden. Wäre da nicht Marton Vas mit dem 1:5 in der 31. Minute. Schöne Vorarbeit von Andras Horvat. Und der Torschütze treibt seine Jungs und die Fans an. Und es hilft zumindest in der nächsten Aktion das 2:5 über Arpad Mihaly, Christian Kalkovic mit dem Assist. Und schön langsam kommt Torhüter Suomalainen so richtig unter Druck. Kaum wieder zu erkennen das Spiel bei Jesenice. Istvan Sjofron macht sie mal Eingang. Zitternde Kufen bei den Slowenen, die bringen jetzt überhaupt nichts mehr zusammen und plötzlich spielt nur noch eine Mannschaft, nämlich die in Weiß. Balázs Ladany nach Schuss von Marton Vas und jetzt ist alles möglich. Ein ungarisches Wunder ist noch möglich. Istvan Sjofron mit der Riesenchance, aber er scheitert an Torhüter Suomalainen. Dann gibt es noch in der Schlussphase die nächste Chance, aber die wird ausgelassen. Dann gibt es noch eine kleine Rangelei. Und somit ist das Spiel zu Ende. Es endet 4:5 zwischen Alba Volanschi, Geschwehava und Jesenice. It was a hard game for coach. Ja, also, es war auch für uns Trainer ein wirklich schweres Match. Wir sind gut in das Spiel gestartet, aber dann haben wir all unsere Linie verloren. Ein paar Tore auf unserer Seite, ein paar Tore auf der anderen Seite. Es war eine Lehrstunde für uns. Und wir sehen, wie es weiterläuft in dieser Saison. Now we can see what could happen. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist. Ich habe es schon beim Warm-up gesehen und ich habe nichts geändert. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns nicht 100% auf dieses Spiel fokussieren.